Herr Oberhof, schön, dass Sie in Wien angekommen sind. Gute Anreise gehabt. Ja, war in Ordnung und ich freue mich auch, dass Sie sich für uns zur Verfügung gestellt haben. Denn hier geht es ja um eine sehr wichtige Aktion am 18.06., die besprochen werden muss. Sie betrifft mich ja im weitesten Sinne mit und insofern sollten wir die Angelegenheit aufarbeiten. Sie haben uns am 18.06. zu einem sehr undemokratischen Vorfall im Hintergrund sozusagen beraten. Dennoch kam es dann schließlich zu einer Eskalation, als uns die Polizeischutzbehörde der Gemeinde angegriffen hat aus nicht erklärbaren Gründen. Was passiert da in der Stadt Rastatt? Naja, was in der Stadt Rastatt passiert, das kann ich allgemein nicht beantworten. Aber in dem konkreten Fall ging es ja sicherlich im Zusammenhang darum, dass es um die Nachrückerin der Grünen ging. Sie hatten eine Presseanfrage an die Stadtverwaltung geschickt, die unbeantwortet blieb, zumindest in den wesentlichen Teilen. Und hatten sich für die Stadtratssitzung angekündigt. Insofern konnte man sich vorbereiten, dass sie kommen. Und hatte wohl Bedenken, dass sie kritische Fragen stellen, die ja auf dem Schriftweg unbeantwortet geblieben sind. Ich gehe davon aus, dass deshalb der Öffentlichkeitsausschluss in der Form erfolgte, wie Sie ihn erlebt haben. Also zum einen muss man unterscheiden zwischen dem Öffentlichkeitsausschluss, der in der Halle erfolgte aus dem Sitzungssaal. Der war nach meiner festen Überzeugung rechtswidrig, was sicherlich auch aus der zudem rechtswidrig beschlagnahmten SSD-Karte aus der Kamera des Herrn Hoffmann hervorgehen könnte. Man muss sich nur die Stellungnahmen der Stadtverwaltung gegenüber dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe anschauen. Da ist festzustellen, dass eine Glaubhaftmachung der Behauptungen nicht erfolgt. Der Oberbürgermeister Pütsch versäumt es gänzlich, Namen zu nennen. Derjenigen, die diese Vorgänge hier umgesetzt haben, ohne dass er ihnen je ein Hausverbot verbal übermittelt hat und persönlich. Und man muss dann unterscheiden, was nach dem Öffentlichkeitsausschluss passierte draußen vor der Halle. Das ist meines Erachtens aus dem Ruder gelaufen. Man kann vermuten, so jedenfalls, wenn man die Stellungnahmen der unterschiedlichen Akteure liest, dass man hier im Vorfeld gesagt hat, wenn sie beide tatsächlich kommen, und dann ist es möglicherweise, ergibt sich eine Chance, dass man ihnen eine Lektion erteilt, um von der kritischen Berichterstattung abzulenken, beziehungsweise die gar nicht zu thematisieren. Das muss man sagen, ist dem Stadtoberhaupt gelungen, wenn auch gegen geltendes Recht. Und da werden sich dann Verwaltungsgericht und andere Gerichte mit befassen. Aber eines, denke ich, wird, und das kann man auch aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe sehen, auf ihren Eilantrag, man muss nur gucken, was lässt das Verwaltungsgericht weg auf der einen Seite, wie nimmt die Stadt selbst Stellung und die Stellungnahme der Stadt Rastatt erfolgt ohne jegliche Glaubhaftmachung. Es wäre ja ein einfaches, dass man die 43 Gemeinderäte als Zeugen benennt, die dann den Vortrag des Stadtoberhauptes bestätigen. Allein aus parteipolitischen Erwägungen wird er das nicht tun, weil der Vortrag oder die Einlassung der Stadt gegenüber dem Verwaltungsgericht regelrecht verworren und überhaupt gar keine Handlungslogik aufweist, Ablauflogik. Im Gegenteil, man hat sich völlig verheddert.
Das Verwaltungsgericht hat hier in erster Instanz den Eilantrag erstmal dann zurückgewiesen und der Stadt etwas Luft verschafft, um sich möglicherweise hier nochmal zu korrigieren. Fakt ist, und das ist eigentlich ein Armutszeugnis schlechthin, dass eine Glaubhaftmachung nicht erfolgt und man die möglichen Beweismittel, die ja im Originalton vorliegen, einfach nicht beizieht. Hier sind Ihre jahrelangen Recherchen von einer derartigen Brisanz. Sie haben viele Dinge aufgedeckt, neben den Dingen, die mir bekannt waren, dass hier man alles tut, um diese Aufklärung endlich zu stoppen, vor allem die Veröffentlichung. Und wenn dann der hier in diesem Fall die Verwaltung zur Ultima Ratio greift und Gewalt anwendet, die Presserechte missachtet, die Öffentlichkeit ausschließt, nur weil sie als kritische Journalisten hochseriös seit Jahrzehnten in der Stadt ja offenkundig bekannt, was ja auch aus ihrer Vita hervorgeht, dann zeigt das nur eins, wie tief der Sumpf ist, in den sie hier offenkundig eingestochen haben oder am Aufklären sind. Aus meiner Erfahrung ist das, was Ihnen widerfahren ist, einfach ein Versuch, Ihnen einen Denkzettel zu verpassen. Und das ist zwar aus dem Ruder gelaufen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Oberbürgermeister die Anordnung gegeben hat, sie in der erfolgten Form der Gewalt anzugreifen. Aber man hat sicherlich, so deutet alles darauf hin, im Vorfeld gesagt, dass man sie nicht mit Samthandschuhen anpackt. Und wenn man dann einfache Geister wie einen Herrn Severing oder andere hier dann in den Ring schickt, dann langt sehr wenig, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Das haben Sie bedauerlicherweise dann erfahren müssen. Gleichwohl die AfD, so konnte man ja der Zeitung, den Zeitungsberichten entnehmen, offenbar aufgrund ihrer Rechercheergebnisse hier Rückfragen gestellt hat. Sie sollten einfach nicht dabei sein, da man offenkundig sehr gescheut hat, dass sie möglicherweise kritische Fragen stellen, die hier nicht nur unerwünscht sind, sondern die Gemeinderäte so informiert, wie sie nicht informiert werden sollen. Was ist da erwähnenswert im Zusammenhang mit dieser Gemeinderatssitzung? Gut, Sie haben im Mai eine Anfrage oder eine informatorische Zusammenfassung an die Stadt geschickt, als in der Zeitung bekannt wurde, dass die Nachrückerin der Grünen hier verpflichtet werden soll. Das ist völlig legitim. Und auf diese Anfrage wurde Ihnen ja auch geantwortet, indem man mitteilte, es gäbe keine Bedenken nach der Gemeindeordnung und dem Wahlrecht. Das ist auch so. Ich glaube, Paragraph 26 der baden-württembergischen Gemeindeordnung ist da erstmal nichts dran auszusetzen. Trotzdem haben Sie als Presseorgane natürlich die Pflicht, nicht nur das Recht, sondern insbesondere die Pflicht, nachzuhaken und Dokumente anzufordern, was sie gemacht haben. Man hat das dann einfach beiseite gewischt und sie haben gefordert, dass Frau Böllinger eine Stellungnahme gegenüber der Stadt abgibt. Auch das ist wohl erfolgt. Das konnte man dann im Anschluss an die Presseauskunft der Stadt lesen. Sie haben dann nicht zugestanden bekommen, dass sie miterleben, diese Sitzung, in der dann die Nachrückerin verpflichtet worden ist. Das muss das Stadtoberhaupt und die Macher hinter den Kulissen dann verantworten. Aber man kann das nur noch mal wiederholen. Es zeigt, welche Dramatik hier dahinter steht. Da haben sie ja jetzt jahrelang behördenübergreifend
sehr erfolgreich recherchiert. Und um das auch nochmal klarzumachen, nicht ich bin auf Sie zugekommen, sondern man hat an Sie als bekannt kritische Journalisten vor Jahren herangetragen, dass hier ein Vorgang oder ein Fall vorliegt, dem Sie nachgehen können. Ich erinnere nur an diesen Tierschutzprozess, in dem die Verfahrensgrundrechte quasi komplett ausgehebelt worden sind und der dann statt vorgesehenen 2 Tagen, 17 Tagen läuft. Auch hier war im Hintergrund die Nachrückerin der Grünen mit involviert und war immer wieder Thema in diesem öffentlichen Prozess.